Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hitman. Wir sind immer noch in Hokkaido. Das sollte jetzt Folge 22 sein, also die vierte. Das wird wahrscheinlich die längste Episode, weil es ist nicht so viele, oder wahrscheinlich gibt es viele, aber es ist schwer. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, oder es gibt wahrscheinlich schon viele, aber die sind ein bisschen schwer umzusetzen, oder es ist sehr knifflig. Oder. Und, Shinokogawa unten? Egal. Genau. Und, ja, wir sind aber trotzdem in der letzten Folge gut weitergekommen, nachdem die ersten beiden nur rumrennen und verzweifeln war. Haben wir letzte Episode tatsächlich was geschafft. Wir haben, ein paar Problemen, einen giftigen Fisch serviert. Und haben somit die erste Person getötet. Das ist relativ easy. Was? Jason Portman. Silicon Valley Whiz Kid. That's the bandage patient. Didn't he sell his startup to Quantum Leap for like $1 billion? Okay. Den kenne ich nicht. Genau, auf jeden Fall warten wir jetzt auf den Direktor, weil wir haben letztes Mal diese Snacks hier vergiftet, weil wir haben, glaube ich, in der ersten Folge oder in der zweiten haben wir beobachtet, wie er hier stehen bleibt, sich einen Snack nimmt und dann weitergeht. Und damit wollen wir ihn quasi dazu bringen, dass ihm sehr schlecht wird und er auf Toilette rennt. Und wir deshalb dann die Chance haben, uns seine Klamotten zu holen. Dafür muss der Kollege aber erstmal kommen. Kann ich ja nicht mehr mit dem Mädel auf der Bühne treffen, weil die ist tot. Der liegt da immer noch und wird operiert. Aber nicht mehr lange. Wir reden gerade wieder darüber, dass der Typ mit den Bandagen so aussieht wie der Kruger, der so aussieht wie wir. Das ist ganz lustig. Es gibt in jeder Episode immer irgendeinen, der so aussieht wie wir anscheinend. So, da ist der Kollege. Guten Tag. Na, wie geht's so? Alles in Butter. Der Rücken scheint gerade zu sein. Beschwerden hat er auch keine. Noch nicht. Hast du nicht ein bisschen Hunger? Willst du nicht einen kleinen Snack nehmen? Na komm, mach das mal. No, Snack. Nom, 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 nom. Die sind bestimmt sehr lecker. Oder? Bestimmt. Make way! Tu das. Bathroom. But I'll tell you what. I'll tell you something. Sehr gut. We're up here. It's beautiful. Ab ins Bathroom. Oh, it's a good sign, honey. You'll feel much better afterward. Ja, genau. Schön übergeben, danach fühlt sich viel besser. Komm schon. Oh, this is probably not the best time, but I couldn't help noticing. What kind of shoes are those? Right. I'll come back. Sehr gut. Ja, wie? Eat. Hey! Schnell. Puh, das hat sehr gut funktioniert. Da hat es zwar bemerkt, aber ich konnte schnell genug noch was anderes werfen. In Werfen bin ich anscheinend sehr gut gerade. So, jetzt bin ich aber hier. Special Typ. Ich habe sogar Haare. Wahnsinn. Ich habe Haare. Ist das nicht zu fassen? So, jetzt gucken wir gerade mal. Ich habe gerade keine Gelegenheit ausgewählt. Das müsste ja die sein, oder? Geist der Maschine. Sabotieren Sie die Kai Mayframe. Genau, das ist wahrscheinlich da oben drin. Jawohl, da müssen wir jetzt mal zur Hauptanlage. Machen wir das doch. Und es scheint uns niemand, auch wegen der Haare, scheint uns niemand zu entdecken. Das sehr angenehm ist. Oh, doch, da unten.
Wo bist du denn, dass du uns entdecken kannst? Na egal, wir suchen uns unseren Weg. Aber hier sind sehr wenig Leute, die es entdecken können. Unten habe ich jetzt einen gesehen, aber... also da ist auch noch einer. Oben ist noch einer. Ist das der den Raum überwacht, wo wir rein müssen? Das wäre gemein. Na, schauen wir mal. Wir machen die Treppe hoch. Wir könnten es gleich schon geschafft haben. Ich bin aufgeregt. So, gegenüber in dem Raum ist der, genau. Der Kollege. Der bewacht tatsächlich den Raum. Mir geht's gut. Alles gut. Ich muss da rein. Und dieser Typ steht an der Tür, an die ich rein muss. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Da steht auch einer. Das ist ja fein. Nicht. Ich muss zur anderen Seite hoch. Der würde mich auch entdecken. Boah, das ist ätzend. Ich muss irgendwie zur anderen Seite kommen. Der zumindest weg. Der nicht, weil der würde es ja sehen, wenn ich was werfe. Ich würde gerne was werfen. Ah, knifflig. Ich muss halt erstmal da hinkommen, ne? Man muss halt erstmal da hinkommen. Das muss man von der anderen Seite. Hier unten entdecken mich wenige. Vielleicht komme ich hier irgendwie rum. Ich kann hier hoch zum Beispiel. Hallo. Geht's aber nur runter? Nee, geht's auch hoch. Ist was gebracht jetzt? Ja. Ja. Ich kann jetzt hier straight in einen anderen Raum gehen. Das tue ich jetzt auch. Genug Zeit. Der würde mich auch sehen. Aber den interessiert es nicht, weil er guckt woanders hin und ich gehe jetzt hier rein. Okay. Jetzt sabotiere ich sie. Die KI. Hi. Und dann. Ist das du, Direktor? Ja, ich bin's. Ich würde dich gerne manipulieren. Darf ich das? Sabotieren. Oh, ich kann verschiedene Sachen sabotieren. Womit fange ich denn an? Erstmal speichere ich nochmal. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir müssen es nur die KI rumkriegen, dann stoppen wir die Operation und dann stirbt er einfach. Das ist doch was Tolles. Also nicht das Sterben an sich, aber dann haben wir die Mission gemeistert. Noch wahrscheinlich noch eine Abschlusszwischensequenz. Die bin ich auch gespannt. Dependency Sequence Failure detected. System is rebooting. Okay. War das die Reihenfolge? Ich hab's vergessen. Anscheinend. Remind me not to call you for tech support 47. Oh, sie stirbt. Oh nein, kommt die wieder rein. Der rennt hier durch. Warum macht er das denn? Hilfe. Wann macht er das denn? Ich bin gerade erschrocken, ich werde da gerade fast. Die wird voll wahnsinnig. Ist betrunken, oder was? There is no cake. I really do not think. Kai, the cake is a lie. The cake is a lie. Oh, yes, hör auf dran zu glauben. The cake is a lie.
Okay, lass uns das beenden. Zack. Oh, au, 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 au. Autsch. That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. Try to find an exit. Da gibt's einen Exit. Da muss ich irgendwo raus. Versuchen wir das noch mal. Nach unten? Ich gehe mal nach unten. Ich komme hier unten irgendwo raus. Na, ich weiß, wo ich raus kann. Haha. Ich weiß, wo ich raus kann. Muss ich mal, war das hier auf der Etage oder eine drüber? Ich hoffe, eine drüber. Dieser Hügel da, und da ist ein Hubschrauber. Und der draußen, ach, der eine wieder, aber der wird mich ja nicht sehen. Wenn ich... bin ich jetzt schon nach oben? Ja, bin ich. Okay. Dann mache ich es hier unten. Wird mich ja nicht sehen, wenn ich, da rausgehe. Nicht raus. Und dann komme ich gleich wieder hoch. Und dann gucke ich, ob ich den Weg nach draußen finde da. Hier ist auch ein Schneemobil zum Beispiel. Schneemobil ist auch nicht schlecht. Wollte ich eigentlich hin? Ich wollte hier raus? Nein. Ich bin nur noch doof gerade. Da ist ein Schneemobil. Ich muss halt irgendwie hier rauskommen. Hi. Blind gerade? Hier. Mann, ich bin blind. So. Komm ich hier runtergehe? Woanders auf jeden Fall. Oh, hier war ich auch noch nicht, ey. Ich glaube, hier ist das Herz von dem Typen, was transplantiert werden sollte. Das hätte ich auch machen können, ne? Gut, egal, da komme ich nicht raus. Ich komme jetzt hier oben raus. Hoffe ich. Oh, ist Brummen her plötzlich. Schauen wir mal. Hier ist ein Kraftraum. Bis da rein. Da ist noch einer drin, der mich entdecken könnte. Ich will doch nur da. Ich will doch nur da raus. Fick dich. Fucker. Weg. Hab ich nicht gesehen. Ich fliege einfach mit dem Hubschrauber davon. Fickt euch. Good evening, Director. Good evening. Der Director macht jetzt einen Abflug. Mission verlassen. Bams. Mit dem scheiß Heli. So. Oh. Geschafft. Geschafft. And now, Zwischensequenz. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No,
Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist, he wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Oder habe ich da gerade was falsch verstanden? Hitman. Okay, Cliffhanger. Und ein Abspann. Okay. Ja. Dann wissen wir jetzt noch nicht wirklich so ganz, was jetzt gerade los ist. Also wer dieser andere Typ ist und was ist gerade... wer der jetzt war und was der mit den anderen zu tun hatte und überhaupt. Also ich muss sagen, die Story stecke ich überhaupt nicht durch. Hat mich aber auch nicht wirklich interessiert. Ist auch nicht wirklich das, was, glaube ich, wichtig ist für diesen, für dieses Spiel. Es lebt einfach ungemein durch die liebevoll designten Bereiche oder Level oder wie auch immer. Ja. Und das muss ich sagen, macht echt riesig Spaß. Auch wenn ich ab und zu mal frustriert bin. Aber das ist Standard bei mir. Das bin ich öfter mal und trotzdem habe ich dann im Endeffekt Spaß dran. Und die Welt jetzt hier von Hitman gefällt mir unglaublich gut. Also macht total viel Spaß und ist mega, mega lustig und einfach sehr amüsant und vielseitig. Ich hatte jetzt die Möglichkeiten, ich habe jetzt auch schon auch mal in den Kommentaren gelesen, den Wunsch, dass ich mich nicht so an diesen Gelegenheiten festhangeln soll, ein bisschen mehr gucken soll und ja, stimmt, habt ihr recht. Ich habe mir da so ein bisschen versucht, um so das so ein bisschen linearer zu halten, wirklich schnell dann irgendwie einen Weg zu finden, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen sucht, man findet unglaublich viel. Das habe ich jetzt ja gerade auch gemerkt. Ich habe ja jetzt wirklich, um das Level zu lösen, habe ich wirklich jetzt mir das komplette Level angeschaut, quasi, bis auf einzelne Räume, wo ich da nicht reingekommen bin. Und ich habe aber so viele Sachen gefunden, wo ich dachte, okay, was, kann ich irgendwas machen? Warum? Und wahrscheinlich löst sich das irgendwie auf, wenn man es irgendwie hinkriegt. Also, ich meine, es gibt im Trailer die Szene von der letzten Episode jetzt, wo man mit dem Mädel, die man töten muss, wie Yoga macht. Und ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber genau sowas ist, genau sowas macht für mich dieses Spiel aus. Diese Möglichkeiten. Und ich könnte jetzt hier die Episode, kann ich jetzt noch 10-mal spielen und entdecke jedes Mal immer wieder neue Sachen und neue Möglichkeiten, meinen Auftrag zu erfüllen. Und ja, das macht einfach verdammt Laune. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch hoffentlich Zusatzkram. Also ich habe es gesehen, vor allem bei Sapienza habe ich gesehen, bei der zweiten Episode.
Da habe ich einen Großteil des Levels einfach weggelassen. Da gibt es dann noch einen großen Strand und so. Und da bin ich ja gar nicht runter. Ich bin ja direkt in das Haus rein, wo auch dann die meiste Action abging. Aber da hat man auch noch natürlich einiges machen können. Und auf den einzelnen Karten gibt es dann wohl auch noch so Special-Episoden, die dann irgendwann rauskamen, wie bei Paris' diese Weihnachtsmission und so. Und ich glaube, die mache ich auch noch. Auf jeden Fall, also spielen will ich die auf jeden Fall. Und dann nehme ich die wahrscheinlich auch auf, würde ich mal sagen. Aber dazu könnt ihr mir eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, wenn jemand eine Meinung dazu hat. Ansonsten entscheide ich es einfach selbst. genau, aber das wäre dann das Ding jetzt. Ich weiß nicht, ob es gibt eine After-Credit-Scene oder so. Weil sonst wäre ich jetzt fertig eigentlich. Ja. Wenn ja, dann schneide ich die noch rein. Ich lasse auf jeden Fall laufen, aber ich verabschiede mich jetzt schon mal. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat viel Spaß gemacht, das hier zu machen. Und ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Vielleicht sehen es auch in Zukunft noch ein paar mehr Leute. Ich habe ja noch nicht so viele Zuschauer. Aber es gab so ein paar Videos, die dann auch, wo die Views ein bisschen in die Höhe geschossen sind. Das fand ich schon super. Und auch schon ein paar Leute, die Kommentare geschrieben haben, worüber ich immer sehr dankbar bin. Weil direktes Feedback ist das Beste, was man kriegen kann. So klar, schön zu gucken, auf diese Zahl zu starren von den Views. Wenn die mehr wird, dann freut man sich, aber am meisten freut man sich, wenn man einen Kommentar kriegt, einen persönlichen Kommentar, der eine Kritik oder einen Tipp gibt oder einen Wunsch oder einem einfach nur sagt, dass man das ganz toll macht. Das sind die Sachen, die hängen bleiben und die das Ganze dann irgendwie auch wertvoll machen für den, der das Video macht. In dem Fall ich. Und deswegen vielen Dank für die Leute, die was geschrieben haben. Vielen Dank für die Leute, die zugeschaut haben und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, vielleicht kommen noch ein paar Special-Episoden. Kann aber auch sein, dass die nicht jetzt direkt danach kommen, sondern immer so zwischendurch eingeworfen werden und ich jetzt quasi so parallel zu dem nächsten Projekt eventuell ab und zu, weil ich bestimmt jetzt nochmal ein anderes Spiel anfangen werde, das weiß ich noch nicht, aber das werden wir dann sehen. Und wie gesagt, parallel dazu kommt dann bestimmt mal nochmal so ein Special Hitman Special Episoden Dings oder es gibt dann haufenweise andere Sachen, die man da machen kann. Genau, aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich war der Max und ihr seid die Besten. Den Spruch habe ich geklaut, aber ist egal. Ich bin der Max, ihr seid die Besten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.